Ja, Marie, wir sind an Bord. Gib 5. Komm mal her, sag das mal festhalten. Redi, gib 5. Mutti, gib 5. Wir sind an Bord. Feierabend! Das war mein letzter Arbeitstag. Ich habe 4 Monate frei. 4 Monate. Gar nichts machen. Nothing. Ja, moin, liebe Reisende. Es ist Freitag und jetzt kommenden Montag geht's auf Weltreise. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Also, ich fahre jetzt nach Hause und habe dann 4 Monate Urlaub. Das Schöne war die ganze Zeit, dass ich jetzt auch noch in meiner letzten Woche im Hafen gearbeitet habe. Die ganze Zeit das Cruise Terminal Steinwerder gegenüber hatte. Ich ein paar schöne Aufnahmen machen konnte. Das war einfach perfekt und somit habe ich gedacht, baue ich das nochmal kurz ein. Vor ungefähr 1,5 Jahren haben wir das Ganze gebucht. Jetzt kommenden Montag und dann ist es schon soweit. Die Zeit, die läuft. Ich hatte dieses Jahr noch gar keinen Urlaub. Ich habe mir meinen kompletten Jahresurlaub aufgespart. Das heißt, ich bin auch wirklich urlaubsreif. Wir sind alle ganz aufgeregt. Wir freuen uns riesig, dass es endlich losgeht. In Hamburg wird es immer ungemütlicher. Der Herbst ist im vollen Gange. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir in die Sonne fahren. Noch 3-mal schlafen. So, alles ist gepackt, es geht los. Wir haben 8 Taschen zum Aufgeben und ein bisschen Handgepäck. Das finde ich ganz in Ordnung für ja, eine ganze Familie. Ne? Oh, Lehrgeld! Was ist denn nachher im Holzhafen? Ja, die habe ich ja noch gar nicht. Auch noch was zu sagen. Ein kleiner Igel, ne? Und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Und die werden wie ein Wunder eines Tages. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Da, geradeaus. Ganz, ganz klein. Da sieht man so die bunten Buchstaben. Ja. Ist sie das? Von ja. Daher ist sie es nicht. Nein, das ist sie. Jetzt habe ich sie auch aber gesehen. Aida! Oh mein Gott, wir haben sie gesehen! Oh mein Gott, die dreht durch! Ich hab den Regenbogen als erstes gesehen.
Ich hab's gesehen, Mann. Ich hab das auch gesehen. Vergesst eure Kindersitze nicht. Und Seemann, hast du schon was entdeckt? Ja, da oben, wo das verglast ist, ist das Kinderparadies. Guck mal einmal mit deinem Fernglas, ob du das Kinderparadies schon findest. Guck mal. Zeig mal dein Fernglas, Genie. Guck mal, ob du das Kinderparadies schon siehst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, hast du gehört. Und wenn das ist, rufst du mich an, ja? Danke fürs Bringen. Hi. Hi. Ich brauche nur das Visum für Neuseeland. Visum für Australien, das wird elektronisch übermittelt, das brauchen wir nicht. Sag mir das schönste Urlaubslächeln, ja. Das sieht doch toll aus, ja. Irgendwo ein Laptop oder Tablet? Ja. Guck mal, Papa, da ist das Buffet, da wo die Stühle sind. So, wir sind eingecheckt. Wir gehen jetzt an Bord. Wir haben alles. Wir haben unsere Karten. Da steht unser Schiff. Da ist Mutti noch. Mutti sitzt noch da. Mutti sitzt da noch. Und siehst du sie? Wo ist sie? Da ist ein Blick gerade. Hallo, herzlich willkommen. Hier nochmal zusammen in der Starranstelle. Dann schön, dass wir kommen zum Foto machen. Ja, sehr schön. Hier sind wir zusammen. Gute Hallöchen. See you. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Da sitzt sie gerade aus. Ach da, ja. Winkt alle, seht ihr sie? Ja. Wir sind an Bord. Wir sind ja fünf, also ein Runde auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir gucken. Also hinten ist schon mal richtig, das weiß ich. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier und dann sind wir schon da. 5-1 was? Mama, ich bin die Erste. Ja, dann los. Dann lauf.